Dann freut es mich sehr, dich, Klaus, begrüßen zu dürfen. Ich darf euch den Klaus Prokop vorstellen, Fotograf und Buchmacher aus Wien. Buchmacher jetzt richtig zu verstehen, nicht im Sinn eines Rennbahnbetreibers, Wetters, das wie auch immer, sondern er macht auch geniale Bücher, fotografische Bücher mit viel Text. Wir werden sicher darüber reden noch, denke ich einmal. Ich habe natürlich auch mich noch einmal auf deiner Webseite schlau gemacht, wie du fotografisch aufgestellt bist. Ich kenne dich ja schon seit längerer Zeit. Wir kennen uns aus einem gemeinsamen Kurs über Fine Art Printing. Und ich durfte auch ein bisschen sozusagen aus der Entfernung deinen diesbezüglichen Werdegang mit den Büchern, Fotobüchern begleiten, was mich immer sehr gefreut hat. Und ich würde dich jetzt einmal ganz gerne mal fragen, wie du eigentlich, das weiß ich nämlich gar nicht, wenn ich ehrlich bin, wie du zur Fotografie gekommen bist. Wie war denn dein beruflicher Werdegang? Also die Fotografie hat mich jetzt seit ungefähr 48 Jahren im Griff. Habe zu meiner Erstkommunion meinen ersten Fotoapparat bekommen. Dazu muss man sagen, dass mein Vater gerne fotografiert hat und einer seiner Brüder auch sehr viel. Und die Fotografie einfach für mich von Anfang an sehr spannend war. Während der Schulzeit stand ich schon in der Dunkelkammer. Und das hat mir einfach, ich bin ein optischer Mensch, Punkt. Ja, das ist so meine Geschichte. Ich habe in der Schulzeit angefangen, nebenbei als Cutter zu arbeiten, dann in der Studienzeit als Cutter und Kameramann. Video macht Spaß, aber wie dann unser Sohn geboren wurde, habe ich mir so eine kleine digitale Videokamera, einen kleinen digitalen Fotoapparat gekauft. Schlussendlich hat meine Frau gefilmt und ich fotografiert. Das heißt, ich bin mehr oder weniger, ich sage einmal, ja, Autodidakt. War ja dann eigentlich über 20 Jahre in der IT mit dem Schwerpunkt Webseiten und habe dann irgendwann beschlossen, ich möchte gerne die Fotografie ernsthaft betreiben, neben dem Internetbusiness. Mhm. Zumal es ja auch da eine Überschneidung gibt. Ja. Mhm. Und habe dann 2011/12 an der FH St. Pölten noch einen akademischen Lehrgang gemacht beim Arndt Oetting. Mhm. Ah ja. Der seines Zeichens ein ausgezeichneter Werbefotograf ist. Mhm. Und habe da meine weißen Flecken auf meiner Fotografielandkarte bunt angemalt. Mhm. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nie mit echter Studiofotografie zu tun, zum Beispiel, auch nicht wirklich mit einer künstlerischen Arbeit, mhm. Ja, um nur zwei Beispiele zu nennen. Was ich damals bei der Ausbildung sehr genossen habe, sie war sehr praxisorientiert. Mhm. Das ist ja typisch auch beim Arndt, den ich ja auch kenne. Und er ist ja ein bisschen ein extremerer Typ auch durchaus. Und ich glaube, dass man von ihm extrem viel in der Praxis lernt, oder? Auf eine sehr coole Art und Weise, denke ich auch. Definitiv, ja. Also nur als Beispiel, wir hatten, also es waren drei Semester, zweimal Sommer, einmal Winter dazwischen. Und den ersten zwei Semester und den Sommerferien dazwischen hatten wir 25 Hausübungen. Hausübungen wie, das ist eine Werbekampagne von Canon mit drei Bildern, mach ein viertes, das dazu passt. Ah ja, okay. Ja, das heißt, du lernst analysieren, sowohl quasi von der Aufgabenstellung her, aber auch danach. Und da habe ich extrem viel gelernt, wirkliche Art von Bildbesprechungen. Mhm. Also wir hatten Freitagabend immer unsere Hausübungen, wurden besprochen, ja. Und beim ersten Bild hat dann Arndt gesagt, und gefällt euch das? Und der andere sagt, ja, und er sagt, warum? Warum, genau. Genau. Das ist, warum ist immer eine extrem gute Frage, gerade bei dem, wenn er sagt, das Foto ist ja eh nett, aber es heißt ja wahrscheinlich auch, wie ist denn da deine Erfahrung, das ist auch aus der Kundenperspektive vor allen Dingen zu sehen, ja. Was macht der Kunde mit so einem Foto? Ja? Das kann jetzt dir gefallen oder auch nicht, aber die Frage ist ja immer, bringt es dem Kunden jetzt was? Kann er es in seiner Kampagne verwenden oder eben ist nur ein schönes Foto geworden? Ne? Genau, genau. Also das war für mich eine sehr lehrreiche Zeit und es hat sich dann bei mir aber, ich sage mal, zwei Dinge haben sich die Hand gegeben. Die Ausbildung war Mitte 12 zu Ende und ich habe Anfang 12 beschlossen, ich schließe meine Firma. Das heißt, ich habe dann quasi mit Ende 2012 meine Firma liquidiert und dann nur noch in der Fotografie tätig zu sein. Mhm. Das Spannende war ja, dass wir einer unserer Lehrgangsteilnehmer, der Tommy, war Geschäftsführer der Niederösterreichischen Fotografenmeinung. Ah, okay. Und das war so lustig, am ersten Abend, jeder hat sich vorgestellt und er sagt, hallo, ich bin die und die, ich sage jetzt keinen Namen, ich arbeite in einem Handyshop und pfusche nebenbei mit Babyfotografie. Und schlussendlich, letzte war der Tom und der Tom hat gesagt, ja, also, hallo, ich bin der Tommy und Geschäftsführer der Fotografeninnung und alles, was hier gesprochen wird, bleibt unter uns. Und der hat uns dann auch immer relativ brühwarm erzählt, wie die Änderungen der Gewerbeordnung vorangehen, weil er quasi
in erster Reihe dabei war. Ja. Das ist natürlich auch ein perfekter Punkt, wenn man so einen Insider hat, der man aktuell halten kann. Und damals war ja noch die ganze Meisterprüfung aktuell und es war noch alles sehr heikel. Durfte ja nicht einfach so jetzt als freien Beruf die Fotografie ausüben. Und entsprechend war es natürlich strenger. Ja. Wie war denn dann dein Einstieg in das wirkliche Berufsleben dann? Also wie war denn dein erster Auftrag oder wie bist du um den gekommen? Wie lange hat es gedauert oder hat sich der aus der Ausbildung schon ergeben über Kontakt? Ich bin ein Netzwerker. Mhm. Und hatte das große Glück, dass ich allein durch meine Vorgeschichte und wir haben halt für, ich sag mal, wir haben Webseiten für Kunden gemacht, zur Höchstzeit mit 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von, ich weiß nicht, an 10 Jahre lang Nokia und Whiskers, Wiener Städtische Versicherung etc., hatte ich ein sehr großes Netzwerk, ja, das mir sehr geholfen hat, weil ich dann einfach bei der Schließung der Firma meine Kunden sehr gut informiert habe und auch in Kontakt geblieben bin. Und ich freue mich, dass ich meinen ältesten Kunden inzwischen seit 25 Jahren habe. Wow, ja. Und das war eine total nette Geschichte, weil damals hatte ich, keine Ahnung, 18 Jahre für die Firma gearbeitet, rein digital. Und der Marketingleiter sagt zu mir, du Klaus, weißt du was, probieren wir es mit der Fotografie. Ich gebe dir einen Drum, das ist ein Industrieunternehmen, ich gebe dir einen Teil und mache schöne Fotos. Natürlich bezahlt, ist auch eher ungewöhnlich. Und er sagt mir, wenn es was wird, dann arbeiten wir weiter, ja. Und, das heißt, dein Einstieg war, wenn ich kurz unterbrechen darf, über die Produktfotografie, die ja immer Produkt, eigentlich Produkt und, also bei dem Kunden Produkt und Porträt sind so meine zwei wesentlichen Schwerpunkte, sage ich mal. Naja, lange Rede, kurze Szene, ihm haben die Fotos gefallen. Wir arbeiten seither zusammen und er hat mir nach dem ersten Job gesagt, und übrigens, ich bin Meisterfotograf. Ah ja, na super. Und also wenn ein Meisterfotograf sagt, das gefällt mir, was du machst, und ja, ich arbeite seit jetzt 7 Jahren. Für Blasser und Teurer, also ja. Das heißt, es spricht nicht natürlich für dich und deine fotografische Qualität und Leistungen, sondern auch natürlich für die Ausbildung, muss man auch ganz klar sagen. Ne? Ja, schon. Etwas Lässiges, was ich mir auch in St. Pölten an der FH gut vorstellen kann, dieses auch Pushen der Teilnehmer auch in Richtung wirklich diese professionelle Werbefotografie hinein, Kampagnen orientiert zu denken, das ist schon, glaube ich, was Lässiges. Es was ist waren die Schwerpunkte so, für dich dort? Naja, also so ganz so war es nicht, Tom. Also es war jetzt im Wesentlichen das, was wir vorher beide schon gesagt haben, einfach das Thema analysieren und nach einem Briefing arbeiten. Das heißt ja nicht zwingend, dass es eine Kampagne ist. Ja. Das, was mir getaugt hat, ist natürlich prinzipiell das Praktische. Und wir hatten auch im dritten Semester im Wesentlichen, wir haben zwei Diplomarbeiten machen müssen. Ja, es ist das sehr, sehr, sehr praxisorientierte, ja. Ja. Wir hatten immer so Donnerstagabend bis Samstagabend. Donnerstagabend war Theorie. In den anderen zwei Tagen zumindest ein halber Tag Photoshop. Okay. Wie stehst denn du eigentlich nicht nur zum Thema Theorie? Nach dem Motto, ist es notwendig, als Fotograf auch als solides theoretisches Wissen zu haben? Und wozu vielleicht? Und zweitens auch zum Thema Bildbearbeitung. Wie viel macht denn bei dir die Bildbearbeitung typischerweise aus? Bist du jemand, der eher im Vorfeld versucht, möglichst viel schon richtig zu machen bei der Aufnahme? Oder bist du eher jemand, der sagt, ich mache es nachher oder habe vielleicht sogar jemand, der mal die Photoshop-Sachen dann macht? Also letztes habe ich auf keinen Fall. Also, keiner macht meine Hacken im Photoshop und ich tue es gern. Das, was ich gelernt habe, eben durch die Ausbildung, war einfach, ich war nie Perfektionist. Habe relativ rasch gelernt, auf Details zu achten während des Fotografierens, um mir nachher die Arbeit zu ersparen. Das beginnt, ich weiß nicht, bei irgendwelchen Flankern irgendwo auf einem Sakko. Vielleicht auch bei der Auswahl der Kleidung etwas dazu zu sagen, damit das halt keine Morena gibt, um nur irgendwas zu nennen. Ja. Ich bin genauer beim Fotografieren geworden, definitiv. Ja. Alles klar, ja. Ich bin auch reiner Photoshop-User, kein Lightroom-User. Ich habe den Photoshop jetzt seit einem Vierteljahrhundert, habe ihn aber auch erst für die Fotografie wieder anders kennengelernt. Klar, in der kurzen Sinn, die meisten Hacken versuche ich im Vorfeld zu machen, im Sinne beim Fotografieren, um genauer zu schauen. Und ich bin auch mit einer ehemaligen Kollegin, Studienkollegin, relativ intensiv im Kontakt, die sie jetzt leider aufgegeben hat, weil sie sich mehrfach verändert hat. Und wir haben uns gegenseitig als Assi gebucht. Ja. Naja. Mit dem Vorteil, dass sie bei manchen Dingen viel genauer schaut als ich, vor allem wenn es um Menschen geht und um Handhaltungen oder sonstige Dinge. Da habe ich viel gelernt von ihr. Auf der anderen Seite, ich bin ein Lichtler. Ja. Also ich setze gerne schönes Licht, um mir einfach auch, ja, um es von Anfang aus schon irgendwie spannender zu machen. Mhm.
Ja, das ist vielleicht auch ein guter Punkt. Ich habe das auch bei so wichtigen Aufträgen ganz gerne oder bei meinem eigenen Buchprojekt einmal, da habe ich sehr häufig auch zu zweit fotografiert. Einfach, ich war hinter der Kamera und du bist dann so mit dem Sprechen, mit den Models, die irgendwelche Rollen hat einnehmen müssen in der Firmenfotografie. Du bist dann so dankbar bei jemandem, der sagt, hast du da Exzenter im Eck, da ragt da was rein oder wie, irgendein Blödsinn. Ja? Genau. Also diese Außensicht ist, glaube ich, extrem wertvoll. Das wäre für mich auch immer wieder ein Tipp, auch vor allem an junge Fotografen, die da irgendwie einsteigen, dass sie vielleicht sich durchaus Hilfe suchen, einen Assi suchen, sich gegenseitig einfach helfen. Definitiv. Und da genau ein bisschen rascher vielleicht auch voranzukommen. Ja. Was für mich persönlich wichtig ist, ist also mit der Karin heißt sie, hatten wir ganz klar vereinbart, sie kann mir jederzeit reinreden. Mhm, genau. Ja, aber wenn es geht, nicht vom Kunden. Ja. Ja. Ich habe vor 2 Wochen mit einem Meisterfotografen fotografiert. Da habe ich ja so Making-of-Geschichten gemacht, weil es eine besondere Location war. Ja. Mhm. Und ja, und da ist mal der Aufwand, da liegt was am Boden, ja. Oder ähnliche Dinge, ja. Und das ist definitiv hilfreich, ja. Und wir nehmen uns im Wesentlichen nicht wirklich ein Geschäft weg, ja. Also das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Message auch, ja. Ich glaube auch, und außerdem ist es für mich persönlich immer auch sehr lässig, anderen über die Schulter zu schauen sozusagen und auch zu schauen, wie jemand auch Probleme löst und an Dinge herangeht. Es ist immer lehrreich und außerdem macht es ja, wir sind ja gern Fotografen, es macht ja am meisten Spaß dabei zu sein und zu schauen. Also wenn man die Chance hat, ich glaube auch, das ist ein extrem cooler Lernfaktor und auch ein bisschen Spaßfaktor natürlich. Ne? Das hat bei mir daran geendet, dass ich Model war bei 2 Werbekampagnen. Ah, okay. Eine davon hat der Arndt fotografiert für D-Tech. Mhm. Also welche Genre sozusagen war das? D-Tech, also EDV-Händler, ja, okay, bevor Computer, er in den Konkurs gegangen ist. Und ja. Ich sehe mich nicht als Schuldiger. Mhm. Und für den WAF, also für Wiener Arbeitnehmer- und Förderungsfonds. Mhm. Und das Nette, ich erzähle die Geschichte mal gern so, dass ich, also, es macht Spaß. Ich bin, wie ihr schon gemerkt habt, nicht ganz introvertiert. Du kriegst für, keine Ahnung, für 4 Stunden kriegst 250 Euro oder 200 oder irgend sowas. Ja. Und Sahnehäubchen und Kirsche gibt es auch. Sahnehäubchen, du siehst, wie die anderen arbeiten. Mhm. Und du kannst immer dazu lernen, bin ich der Meinung. Ja. Also auf jeden Fall, ja. So wie du auch gesagt hast, Tom. Und die Kirsche oben drauf ist, du hörst, welche Geschichten dein Mitbewerb druckt. Ja. Genau. Also das besonders weiße Licht, das besonders weiche Licht, um nur 2 Beispiele zu nennen. Genau. Außerdem ist es ja auch nett, in der Szene aktiv zu sein und auch ein Gefühl zu bekommen, was sonst rennt. Und wenn man sich entsprechend austauschen kann am Set, wenn man so möchte, ist es ja auch für uns, die wir ja häufig sehr isoliert in unseren Studios, Wohnzimmern oder wo auch immer Büros sitzen, oft auch ein gutes Zusammenkommen natürlich. Ja? Definitiv, ja. Ja. Vielleicht würde es mich noch interessieren, auch Klaus, welche Fotos du jetzt, abgesehen von deinem Buchprojekt, über das ich natürlich danach noch ein bisschen ausführlicher reden möchte mit dir, welche Art von Fotos du jetzt primär machst? Du hast ja schon selbst genannt, Produkte und Personen. Wie schaut es denn da aus? Wie läuft da so ein typischer Auftrag ab? Also wer sind deine Kunden? Wie findest du die Kunden? Wie wirst du gebucht? Wie ist dieses übliche Procedure da, wenn man so möchte? Gut, also Nummer eins, also Produkt und Personen sind mein Schwerpunkt. Ich mache ein bisschen Architektur, mache ganz, ganz wenig Food. Da wollte ich früher mehr machen, aber das ist ein Henne-Ei-Problem. Mhm. Ohne gescheiten Referenzen kommst du nirgends rein. Ja. Also ich bin ein, prinzipiell mal ein ganz schlechter Verkäufer. Das war immer schon ein Thema. Marketing geht bei mir mehr oder weniger über Mundpropaganda, Weiterempfehlung. Und unabhängig jetzt von Preisgestaltung, die immer wieder spannende Blüten bringt. Ich bin einer, der sehr gerne im Vorfeld genauer wissen möchte, was zu tun ist. Ich sage mal technisch, ja. Sondern ich nehme auch die Zeit, einfach mit Leuten zu reden und sagen, was genau stellt euch vor. Ich hätte gerne ein Briefing, bis hin zu nicht nur, was gefällt euch, sondern auch, das Internet ist voll von Bildern, was gefällt euch nicht. Mhm. Ja. Und ich pflege zu sagen, mein dritter Vorname ist Excel. Das heißt, ich bin bei aller Kreativität relativ, glaube ich, gut oder vielleicht überdurchschnittlich irgendwie in Richtung Planung unterwegs. Wenn ich da vielleicht kurz einhaken dürfte, ja. Klaus, ja, das interessiert mich wirklich. Das ist für mich auch immer so eine wichtige Frage und das wird mir häufig gestellt, wie hoch der Anteil ist zwischen dem Fotografieren, wo ja gerade Berufseinsteiger sich ja oft erwarten, Fotografen fotografieren den ganzen Tag. Für mich stellt sich es oft ja ganz anders dar, dass man vielleicht
10%, 20% fotografiert und rundherum kümmert man sich darum, dass man Kunden findet, wie man das organisiert und dass man mit denen in Kontakt bleibt und solche Sachen. Gerade das Planen, Excel-Listen schreiben war für mich das Stichwort. Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Ja, vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr drauf eingehen, beziehungsweise uns ein bisschen mehr da Einblick haben lassen, wie du da konkret vorgehst. Das heißt, schreibst du deine Kunden, sagst du, du baust ja primär auf Mundpropaganda natürlich. Ja? Ja. Wie bringst du dich da auch immer wieder ins Spiel? Das heißt, gibt es bei dir auch dann Excel-gesteuert irgendwelche Listen? Du sagst, oh, ich habe den Kunden ein halbes Jahr nicht mehr gehört, ich schreibe nochmal an, ich rufe mich wieder in Erinnerung. Nein, also sowas mache ich nicht. Also in Richtung CRM, wie man es bezeichnen möchte. Ja. Genau. Ich habe keine Ahnung, ich habe in den letzten 7 Jahren, wie viele Kunden habe ich gehabt? 150. Mhm. So in der Dimension, zum Teil halt relativ umfangreich. Und ich, wie schon vorhin gesagt, ich bin prinzipiell ein Netzwerk. Ja. Das heißt, ich melde mich einfach einmal so. Die Corona-Zeit war auch sehr angenehm, weil du dann einfach, weil beide Seiten auch Zeit hatten, dann zu plaudern. Ja. Und das Nette war, dass mich unter anderem eben mein langjährigster Kunde angerufen hat und gefragt hat, wie es mir geht. Ja gut, das ist natürlich extrem toll. Spricht auf jeden Fall mit der Beziehung. Ja. Genau, und der hat 1800 Leute in der Fabrik in Linz sind daheim geblieben. Ja. Also der hat andere Sorgen, als zu fragen, wie es mir geht. Ja. Nein, also ich mag keine Kaltakquisition. Mhm. Ja, da bin ich nicht der Typ dazu. Ja. Ich habe mich einmal dem Thema quasi Weiterempfehlungsmarketing oder Empfehlungsmarketing irgendwie ein bisschen genähert, war auch ein Wirtschaftskammer-Seminar von der Grundidee sehr gut und die Alice macht das auch sehr, sehr fein, ja. Wo du dann zum Beispiel sagst, also ich gehe meine Kunden an und sag und weiß, dass die mit dem und dem in Kontakt sind, ja, und ich hätte gerne 3 qualifizierte Kontakte. Ja, genau. Das habe ich dann mal ausprobiert und so, aber ich bin da zu wenig pushy, sage ich einmal. Ja. Ohne es zu übertreiben, ja. Aber ich gehöre sicherlich nicht zu denen, die dann sagen, also ich hätte, ach, das ist morgen ein Termin frei geworden um 11 oder Freitag 14 Uhr, was ist Ihnen lieber? Ja? Also das ist es nicht. Ja. Das, was natürlich jetzt in den letzten Jahren dazu kam, sind die Bücher, ja, die einfach. Das ist mein bezahltes Marketinginstrument, ja. Weil wir in den schwarzen Zahlen sind damit, ja. Für einen eigenen Verlag ja nicht so schlecht, aber dazu danach noch. Ja. Genau, das ist natürlich ein großes Thema, ganz klar. Entschuldige, bitte. Ja. Ja, aber prinzipiell ist das Thema, mein Netzwerk anzugehen und zu schauen, woanders hinzukommen. Ja. Hat sich für dich was verändert in den letzten 5 Jahren vielleicht in deiner Kundenbeziehung, in der Möglichkeit, Aufträge zu generieren? Merkst du deine gewisse Flauen gemacht, also sprich, gibt es eine Flaute? Oder sagst du, nein, für mich hat es sich eigentlich als ziemlich unverändert dargestellt? Naja, also ich habe 4 meiner ehemaligen Kunden aus dem IT-Bereich als Kunden quasi wiedergewonnen. Eines davon ist dann auch ein großes Unternehmen. Klassischer Fall, vor 2 Jahren ist die Marketingleitung weggegangen. Ja. Naja, ja. Danke, ja, das war's. Es war dann schlussendlich ja, dass die neue Marketingleitung, neue Seilschaften. Bricht komplett ab, ja. Ausweg. Ja. Ich hab halt eine Handvoll von treuen Kunden, ja, darunter auch ein Ministerium, weil ich halt, ich weiß nicht, 2, 3 Staatspreise im Jahr fotografiere zum Beispiel. Ja. Und das Motto Kleinvieh macht Mist war immer schon ein Thema bei mir. Also die 15.000 Euro Kampagnen habe ich noch gar nicht gesehen. Ja. Das ist immer eine gute Gesellschaft, ja. Puh, hab befürchtet, ich bin der Einzige. Und dadurch einfach, ja, also was ich halt gemerkt habe, dass ich halt ein paar mehr oder weniger Stammkunden habe, ja, und auch eine Botschaft. Und das ist halt so, die haben halt so ihre 1, 2 Geschichten im Jahr, die sie haben wollen, kommen einfach immer auf mich zu. Das heißt, wenn nicht gerade meine Ansprechpartner sich verändert haben, siehe Marketingleitung, ja, habe ich mal so einen gewissen Grundstock. Ja? Je nachdem, was sie natürlich wieder brauchen. Das ist auch ein Thema. Ja? Genau. Natürlich ist in den letzten Jahren einfach das Qualitätsbewusstsein gesunken. Das habe ich schon gemerkt im Online-Bereich, ja? Seit 2008, 2009, ja? Wo dann einfach die Kunden gesagt haben, keine Ahnung, also ich übertreibe, Facebook macht alles gratis. Ja. Wozu brauche ich eine Website? Weiß ich.
Klar. Also die Bank Austria hat das noch nie gesagt, aber du weißt, was ich meine. ITler und Webseitenspezialisten kommt das natürlich gar nicht gut, das ist klar. Ist für dich eigentlich sozusagen dieser Low-Budget-Markt auch in der Fotografie eine Konkurrenz, nach dem Motto, der Onkel Karl mit seiner tollen Kamera macht ja extreme Preise? Definitiv. Ich habe von Anfang an für mich beschlossen, 5 Dinge nicht zu fotografieren. Ja, das sind Babybäuche, Kindergärten, Schulen, Hochzeiten und Nockerte. Ja. Also ich bin im B2B-Bereich tätig und die 2 Hochzeiten im Jahr ist Freundes Familienkreis und ist übrigens ein für mich mit 0 Euro spezifiziertes Hochzeitsgeschenk. Also Win-Win-Situation. Hast du da, kurze Seitenfrage, gute Erfahrungen gemacht? Weil ich habe das auch schon 2-mal gemacht, ja. Und habe lustigerweise bei einer dieser Hochzeiten fast die meiste Sonderwünsche gehabt nach dem Motto, geht das noch und geht das noch? Denk mal, hey Leute, ich bin ja auch geladener Gast und Freund und ich habe eigentlich mehr, als wenn ich gebucht wäre. Ach ja, das nicht, wobei meine Frau kommt aus Belgien und sie hat einmal eine ihrer sehr jungen und auch sehr hübschen Cousinen hat geheiratet. Und einer ihrer Lieblingsfotografen hat halt die Hochzeit fotografiert. Ja? Und ich habe, wie wir dafür aufgeflogen sind, habe gesagt, scheiß drauf, ich nehme die Kamera mit und kam mit 950 Fotos zurück. Mhm. Aber genau mit den Fotos, die die Stimmung wiedergeben und nicht diese gestellten, sondern du fotografierst einfach drauf los. Ja? Also man kann mich wahrscheinlich als zweiten Fotografen für Hochzeit gut buchen, aber sonst tendenziell eher nicht. Ja. Ja, das Reizvolle auch an diesem Second Shooter, dass man nicht diese Standardfotos machen muss, die natürlich jeder braucht, ja. Die Stichwort eben Brautpaarfotos oder diese Gruppenfotos, wie auch immer. Ja. Man kann sich ja kreativ ein bisschen austoben und auch von der Seite quer reinschießen und auch mehr auf diese Emotionen, Stimmungen achten, genau. Ja. Genau. Das ist das, was mir ja prinzipiell an der Arbeit mit Menschen taugt, ja. Mhm. Ist einfach. Und ich bekomme von sehr vielen, auch von meinen Lieblingswissenschaftlerinnen, immer das Feedback, Klaus, du machst bei Business Portraits sehr wenig Fotos. Ja? Also das macht wenig Sinn, zu machen, ja? Genau. Weil die 4 sind gleich. Ja? Ja. Sondern einfach auf einen richtigen Moment zu warten. Ja? Mhm. Und ich hatte heute Business Portrait-Geschichte, es sind 5 Fotos rausgekommen in 20 Minuten. Ja? Ja. Und es wurden in Summe, keine Ahnung, vielleicht waren es 30 oder 35 Fotos. Ja? Also, bin ich heilfroh, dass du das sagst, weil ich denke mal, ich bin auch ähnlich wie du, denke ich, da gestrickt und denke mal, bitte, das ist jetzt schon ein bisschen sehr dünn, was ich da habe an Substanz, ja, nämlich an der Menge der Fotos. Aber ich glaube auch, dieses überlegte Fotografieren macht wahrscheinlich viel mehr Sinn, als einfach auf die Nummer sicher zu gehen und einfach rauszuschießen. Ja. Definitiv. Manchmal neige ich auch ein bisschen zum Undershooting, wenn man das so blöd sagen möchte. Ja, muss man ein bisschen aufpassen. Aber wie auch immer, ja, ich glaube auch, das ist ein guter Punkt. Du sagst auch Kooperation mit Visagistinnen und ich weiß, dass du auch eine andere Kooperation hast mit einem Grafiker und Texter. Mhm. Und damit komme ich, glaube ich, zu meinem, wenn ich jetzt dich ansehe, Lieblingsthema, das sind deine wirklich genialen, tollen Bücher. Stichwort 1180, 1160, 1120. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Definitiv. Danke, also geniale Bücher über Wien, die mich also schwer beeindrucken, muss ich dir ehrlich sagen. Und ich weiß, dass du auch in dem nächsten Buch arbeitest, glaube ich, da geht es, darf man das schon sagen? Ja, natürlich. Ja, also es geht um Bezirk und das nächste, vielleicht magst du natürlich selber vorstellen, klarerweise. Und es geht dann, glaube ich, um den dritten Bezirk, wenn ich jetzt richtig liege. Nein, okay, na bitte. Dann aber auf der anderen Kanalseite. Auf der anderen Kanalseite, okay. Also bleibt noch 2.20 über, okay. 2.20. Ja. Also Entschuldigung, der 3. und der 20. treffen sich nirgends. Ja, alles klar. Also, warum geht es in deinen Büchern? Hintergrund der ganzen Geschichte war, im Jahr 2013 hat mich ein lieber Freund namens Michael Leitzinger, ich sage jetzt mal Michi, angerufen und gesagt, er möchte irrsinnig gern ein Buch über Währing machen und ob ich nicht ein paar Fotos machen möchte. Dazu muss man wissen, dass ich durch Arndt angestochert 4 Monate davor mit seiner Aussage schwanger gegangen bin. Es ist irrsinnig leicht, einen Bildband über Nordindien zu machen, aber nicht über das, was vor deiner Haustüre ist. Und habe dann angefangen, zum Thema Excel wortwörtlich zu nehmen und ein Buch über die Gablinsgasse zu konzipieren, in der Hoffnung, dass ich weiß nicht, einen Architekturstudenten finde, der schreibt. Ja. Schreiben ist definitiv nicht meins. Ja. Na gut, langweiliger kurzer Sinn, wir haben dann das Buch konzipiert und gesagt, Nummer 1, einmal nichts Historisches, weil es gibt Unmengen von historischen Büchern, da musst du nicht noch was drauflegen. Und Nummer 2, zum Charme des Bezirks gehören die Menschen, die im Bezirk leben und oder arbeiten, aber Menschen wie du und ich. Das ist die Quintessenz. Ja. Wir sind da sehr blauäugig in das erste Projekt hineingegangen, eben 1180, und habe dann leider erst nachher den Kurs bei dir gemacht.
Weil sonst hätte ich den einen oder anderen Fehler beim ersten Buch, der kaum jemanden auffällt, aber ich pflege doch hier und da Perfektionist zu sein, vermieden hätte. Und haben dann zuerst mal einen Verlag gesucht, hat nicht funktioniert, haben mit zwei Verlagen gesprochen, die also sehr, vor allem also mit regionalen Geschichten zu tun haben, also Falter und Metro Verlag, ja, die hatten beide keine Fantasie. Und wir haben auch lernen müssen, dass die Verlage sagen, gib uns eine Garantie von 1500 Büchern, dann machen wir es. Somit haben wir, also hier sitzt die Hälfte des Verlages, die Hälfte des Vertriebes, aber die ganze Buchhaltung. Und ja, und so haben wir dann 2014 das erste Buch präsentiert, 1180 mit 160 Seiten, schön produziert, im Sinne Hardcover, Faden gebunden. Und ich habe da auch das Haptische kennengelernt. Ja. Ich bin leider für meine Kinder ein sehr schlechtes Beispiel, weil ich nicht lese. Du kannst mich ins Kino setzen vor den 59-Zoll Fernseher zu Hause, ja, aber lesen nein. Mhm. Und habe damit eine neue Welt kennengelernt. Angefangen vom Druck über das Ticken des Buchhandels. Wie funktioniert der Buchhandel? Mhm. Und wir waren am Anfang extrem enthusiastisch, haben gesagt, naja bitte, wir haben nicht 48.000 Einwohner, ja. Also da produzieren wir mal 4.000 Bücher. Ja. Wir haben dann zum Glück nur 2.000 produziert, die inzwischen verkauft sind. Und haben geglaubt, dass da auch der Einzelhandel das große Thema ist. Ich habe jetzt vom letzten Buch, genau, das zeigt jetzt einfach mal so ein bisschen ein Potpourri von Menschen, die wir in Meidling porträtiert haben. Also ihr seht da eine Hubschrauberpilotin, ist übrigens die einzige Frau bei der Flugpolizei in Österreich, die in der Meidlinger Kaserne stationiert ist, ja. Das Pendant, also komplett konträr, rechts oben einen weiblichen Tierpflegerlehrling, nachdem die Berufsschule in der Längenfeldgasse die einzige ist in Österreich, die Tierpfleger ausbildet als Lehrberuf. Wir suchen uns halt die Leute raus. Ja. Ich habe da, glaube ich, noch, ja, da seht ihr so ein bisschen die Geschichten, die Fotos, die mir halt so taugen aus dem Buch. Das heißt, es sind sozusagen viele Menschen, Charaktere, Berufe, typische Firmen in den einzelnen Bezirken, als auch diese gut gefundenen, gut gesehenen, nämlich fotografisch auch gut gesehenen Detailansichten. Ich sehe diesen, ich kenne diesen Indianer, das ist, glaube ich, ein Gemeindebau, wenn du mich jetzt korrigieren möchtest. Ja. Indianerhof, ja. Bezirk, ja. Ist ja unglaublich, sowas in Wien zu finden. Ja. Und das verlangt halt auch das entsprechende Auge dafür und den offenen Geist, ja. Genau. Also das, was wir halt versuchen zu vermeiden, ist, dass es auch ein Branchenverzeichnis wird. Ja. Das war bei uns in Meidling schon schwierig, weil du hast den Euroblaser oben, ja, um nur ein Beispiel zu nennen. Ja, die Capsch ist drinnen, aber die identifizieren sich als Meidling-Unternehmen. Und wir versuchen halt, Typen auszusuchen, die jetzt, also es soll keine Freakshow sein. Ja. Es soll einfach eine, wir nennen es immer eine positive Bestandsaufnahme des Bezirks sein. Und haben mit dem zweiten Buch dann spätestens gelernt, nicht nur ein anderes Marketing zu betreiben, sondern wir haben auch gemerkt, dass unsere Bücher im Wesentlichen Geschenke sind. Also 1160 das zweite Buch. 1160 war das zweite, 1120 das dritte, ja. Mhm. Das heißt, im Wesentlichen, wir finanzieren uns über Großkontingente. Also ich liefere am Montag die letzten 1000 Exemplare von 1160 an die Bezirksvorstehung. Zu einem sehr günstigen Preis, wurscht, aber und wir haben halt, ich weiß nicht, die Otterganger Brauerei, Kapsch, KSV, Björner Ingelheim, die halt größere Kontingente abnehmen. Der Detailhandel ist jetzt relativ überschaubar. Mhm. Wobei Meidling waren wir mit knapp 250 Stück eigentlich recht gut unterwegs. Wenn ich vielleicht kurz einhaken darf und ein bisschen unverschämt fragen darf, generierst du über deine Firmenkontakte, über dieses Buchprojekt auch sonst Aufträge in der freien Wildbahn? Ja. Ja, das ist genau. Ja. Jetzt in zweifacher Hinsicht, also erstens einmal, Otterkring zum Beispiel war, ich weiß nicht, Brauerei, Basiskultur Wien, zum Beispiel Staud, ja. Und der Hansi ist ein ganz ein lieber Mensch, war mit Abstand der spannendste Mensch, den wir kennengelernt haben für das 1160 Buch. Das ist einfach, ja, man merkt, okay, hallo, da ist jemand, der halbwegs gleiche Fotos macht, ja, und noch dazu um die Ecke wohnt. Ich weiß nicht, zweimal Packshots gemacht und zwei Eventgeschichten, ja. Und das ist auf der einen Seite für die, mit denen ich in Kontakt bin im Rahmen des Buches, ein Thema. Und dazu muss man sagen, wir hatten in 1160 hatte ich 16 Pressestellen involviert. Mhm. 16. Ja, gewaltig. ÖBB, Polizei, Innenministerium, für Magistratsabteilungen und, ja, Friedhöfe, bla bla bla. Ja. Es ist jetzt keine Kaltakquise, aber es ist ein, hallo, ich bin da. Ja.
Wobei natürlich das erste Buch sicher ein gewisser Türöffner sein wird. Das ist also meine Erfahrung. Hast du ein Buch gemacht, ist es etwas leichter, ein nächstes Projekt irgendwo anzugehen? Ja, definitiv. Ja. Und wer immer Bücher plant, ich stehe immer für Ads zur Verfügung, ja, und teile meine Erfahrungen, weil zum Teil hat Blauäugig ein, ja, zum Teil, also ganz marginaler Teil, qualitativ vielleicht verbesserungswürdig, ja. Und so generell auch so im Ansatz, im Vertriebsansatz, ja, zum Beispiel. Ja, das ist ein tolles Angebot, herzlichen Dank, weil das ist so ein Spezialwissen, dass man sonst erstens einmal nicht so rasch sich erarbeiten kann. Das braucht dann oft wahrscheinlich 1, 2, 3 Jahre, bis man halbwegs da reinkommt. Vermutlich 1, 2, 3 Bücher, ja. Genau, 1, 2, 3 Bücher, ja. Wie lange brauchst du pro Buch? Also wir haben so ungefähr 1,5 Jahre, 16, 17 Monate ist so der Schnitt. Liegt auch daran, dass wir halt nicht den, ich sage mal auf der einen Seite, nicht den Nächstbesten nehmen fürs Buch, ja, sondern wir versuchen einfach wirklich Leute herauszufinden. Ja. Und wir haben jetzt eben zweiter Bezirk, das nächste, und wir hatten jemanden drinnen, haben von der Stellungskommission beim Bundesheer. Ja. Es gibt einen Zahnarzt, der in Baden zu Hause ist, der jeden Sonntag Lokomotivführer ist bei der Lilliputbahn. Sehr originell, ja. Solche Dinge. Und da musst du halt, dann redest du mal mit dem, und der sagt, nein, ich nicht, aber vielleicht redest du mal mit dem und so. Das heißt, du kommst da einfach durch Kommunikation weit, aber es dauert auch. Ja. Mhm. Und wir hatten beim Meidlinger Buch zum ersten Mal Stundenaufstellung geführt, natürlich in Excel, weil, wie gesagt, dann aus dem Bauch raus 500 Stunden pro Person pro Buch. Ja, ich war am Tag nach der Buchpräsentation bei 498. Ja, perfekt. Also davon 150 reine Kommunikation. Nur Kommunikation. Leute anbaggern, ja. Wir haben, also anbaggern, kontaktieren. Ja. Und wir hatten so Geschichten wie, ich weiß nicht, in den Lokalbahnen, die, nachdem das Meidlinger Buch das Thema Verkehr, natürlich öffentlicher Verkehr, ein zentrales Thema ist mit Bahnhof und so. Und die, ich weiß nicht, die angeschrieben und die Leute zahlen ja nichts dafür. Angeschrieben und dann nach einer Woche nachtelefoniert, ja, ich hab's gelesen, keine Zeit und so. Und beim dritten Telefonat nach 4 Wochen habe ich gesagt, wissen Sie was, ich schicke Ihnen das Ottergänger Buch. Und wir heben uns die Bücher nicht immer auf fürs Erstgespräch, ja, also, um quasi das Pulver zu verblasen. Ja. Und schicken Sie mir's, weißt du so. Ja. Du, die hat mich 10 Tage später angerufen und gesagt, wie geil ist denn das, wortwörtlich? Was machen wir? Ja, perfekt. Und da kommen halt solche, wie das in der Mitte. Das ist die alte Remise von der Badener Bahn, die inzwischen verkauft ist und so. Und ich war drinnen, da war sie schon verkauft, ja. Ja, aber da sieht man auch die Mächtigkeit von Referenzen und in dem Fall von einem Buchprojekt, um neue Aufträge, neue Kunden zu generieren oder Kontakte zu knüpfen. Ja. Definitiv. Ja. Definitiv, ja. Es wird wahrscheinlich auch diese Balance zwischen Fotografie und Organisation eine sehr, sehr schlimme sein bei dir, vermute ich einmal. Also wie viele Stunden, Tage können wir uns vorstellen, hast du dafür für dieses Buch fotografiert? Ja, es ist, also wenn man jetzt sagt, reine Fotografie, bin ich bezirksmäßig in 40 Stunden durch, 50 Stunden durch. Ja. Also ich bezeichne das immer als Teilurlaub, halber Tag fotografieren gehen, Handy abgedreht. Ein wichtiger Tipp, pardon, wenn du sagst, beim Fotografieren drehe ich mein Handy ab, das ist auch etwas, was ich als unglaublich störend auch empfinde, ehrlich gesagt. Ja. Wenn alle gerade die Visagistinnen permanent ihren Handys hängen und man selber auch dreimal zum Telefon läuft, furchtbar. Nein. Du schießt ja gerade im Porträt jeglichen Connex zu deinem Model. Ja, ja, ja. Ja. Nein, das geht gar nicht. Ja. Also, wurscht ob Model oder nicht, das ist unprofessionell. Ja, genau. Das, was wir, also die Porträts entstehen meistens relativ schnell. Wobei wir inzwischen auch gelernt haben, dass wir das Interview oder das Gespräch fürs Buch so im Ausmaß von 1,5 Stunden ungefähr und das Fotoshooting auch trennen. Weil im Gespräch dann herauskommt, ich weiß nicht, ich habe irgendwo mein Lieblingsplatzerl. In Ottergring war es eine Lehrerin, die Volksschullehrerin, ja, die gesagt hat, sie hat einen Lieblingsbaum in dem und dem Park. Ja, dort ist auch das Foto entstanden. Ja, alles klar. Die Fotos für die Porträts entstehen normalerweise binnen einer halben Stunde. Ja, das ist, aber wenn die Vorbereitung entsprechend gut ist und man dann natürlich nicht sehr lang herumtun muss mit Technik und so weiter und das entsprechend beherrscht, dann geht es dahin. Ja? Und ist auch im Sinn, denke ich, der Fotografierten, dass man jetzt nicht stundenlang sie blockiert, abhält von ihrer Arbeit, wie auch immer. Alle haben ja was zu tun, ne? Ganz klar. Ja, nicht nur das, sondern ich glaube, jeder von uns macht die Erfahrung, dass die ersten 5 Minuten fototechnisch schlecht sind.
ich glaube, ich halt die Frage, eine persönliche Beziehung aufbauen kann zu den Personen, ja. Und denen auch ein bisschen den Druck wegnehmen oder die Nervosität wegnehmen kann, ja. Und manche Sachen entstehen wirklich sehr, sehr flott, ja. Und halt schneller Licht setzen, und ich bin normalerweise immer mit drei Portis unterwegs. Mhm. Und dann auch nicht vielleicht auch noch, ich weiß nicht, Steckdosen zu suchen und ähnliches, ja. Und ich habe dann meistens, obwohl, wie gesagt, Studiofotografie bis vor 7 Jahren für mich oder vor 8 Jahren Kanon gehabt. Ja. Aber du weißt relativ rasch, wenn du so ein paar Mal gemacht hast, wie du das Licht setzen wirst. Ja. Und nach 2 Korrekturen der Stärke, danke. Ja. Das entspricht auch ein bisschen meiner eigenen Erfahrung, dass man am Anfang halt ein bisschen sich schwer tut und dann Anführungszeichen braucht 2-3 Minuten, um warm zu werden, und dann kommt relativ rasch ein gutes Foto zustande, ja. Und dann glaubt man halt immer noch machen zu müssen. Oft sind es dann gar nicht mehr so gut. Ja. Und am Schluss, gerade mit Laien-Models, die ja das überhaupt nicht gewohnt sind und das oft sehr gestresst, sehr angespannt sind vor der Kamera, entsteht oft nichts Besseres, wenn man länger fotografiert. Ja. Ja. Also ich glaube, das ist ein guter Punkt. Ja. Ja. Ja, unglaublich spannendes Projekt, deine Bücher, die gehen ja weiter, aber wie ich weiß von dir, du planst jetzt nicht alle Wiener Gemeindebezirke jetzt abzuklappern. Das stimmt, also jetzt, ich werde 56, also es gibt, sagen wir mal so, es gibt Bezirke, die mich überhaupt nicht anspringen. Ja. Erste gehört dazu. Ja. Ja. Er ist zwar quasi baulich schön, ja, und du wirst auch sicherlich deine speziellen Leute finden. Aber also 1. 17, 20 sind so Bezirke, auch aufgrund, also 1. kenne ich gut, aber 17 und 20 kenne ich nicht. Ja. Also ich habe da null Assoziationen, und wir picken uns quasi die Rosinen aus. Ja. Mhm. Und wo es ein Leben gibt und wo es das Handwerk vielleicht noch ein bisschen gibt. Ja, vor allem es geht um die Bandbreite. Es geht ganz schlicht um die Bandbreite. Ja. Ja. Währing war klar, der Michi wohnt dort. Mhm. Ja. Otterkring ist einwohnermäßig doppelt so groß wie Währing, ja. Und geht halt, ja, sogar mehr als doppelt so groß, und geht halt von Brunnenmarkt bis Schloss Wilminenberg hinauf. Ja. Ganz hinauf, ja. Genau. Ja. Mhm. Der 12. war, da hatten wir einen quasi Großkunden im Auge, der letztes Jahr sein 100-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Mhm. Und eben Buch als Geschenk. Mhm. Die sind zwar abgesprungen dann, aber da waren wir schon mittendrin. Und der 2. ist ja mit Abstand der bandbreitengrößte Bezirk. Ja. Und du hast von jüdischer Community über Praterbund oder Grün und Messe und Stadien und WU Campus und Donau. Mhm. Also wir planen 2, also die Domänen 1020.at, 1030.at und 1100.at gehören mir. Also der 5-Jahres-Plan ist einmal. Kann man also schon schließen, welche Richtung es gehen wird? Es freut mich natürlich auch insbesondere, dass du, wie du vorhin gesagt hast, auch mittlerweile ja schwarze Zahlen mit den Büchern schreibst. Und ich wünsche dir weiterhin noch da unglaublich viel Erfolg und Power und zum Durchhalten. Und ich würde dich vielleicht noch zum Abschluss ganz kurz um deine Einschätzung, Meinung bitten, gerade für junge Fotografen oder für in den Beruf einsteigende Fotografen. Die ersten paar wichtigen Schritte in den fotografischen Markt würdest du wie sehen für Einsteiger? In einer Nische, breit aufgestellt? Also davor muss ich einen kurzen Witz anbringen. Ich liebe das Wiener Fotobook Festival in der alten Ankerfabrik. Und eigentlich seit ich Bücher mache, weil es einfach auch schön ist zu sehen, was andere wie tun. Und da gab es irgendwann mal eine Interview-Session mit einem sehr betagten Fotografen, der in den 50er, 60er, 70er Jahren in Paris alles fotografiert hat, was sich bewegt hat und mit Mode zu tun hatte. Und den haben sie aufgrund seines Alters dann schon eine halbe auf die Bühne aufheben müssen. Und er war schon leicht dement, und ihm musste jede Frage doppelt gestellt werden, bis er irgendwann auf die Idee kam, zu antworten. Mhm. Es gab eine einzige Antwort, die er sofort gegeben hat. Nämlich auf die Frage, was würden Sie einem jungen Fotografen in Wien raten? Und er sagt, marry rich. Gut, so schlimm ist es nicht. So schlimm ist es nicht. Ich bin jetzt, also in Summe jetzt 92 Jahre selbstständig. Das heißt, ich rede auch ein bisschen aus der Erfahrung jetzt der Selbstständigkeit überhaupt. Also Nummer 1 auf jeden Fall, nicht jedes Dumping von Anfang an mitmachen, bitte. Ja, ganz, ganz klar. Also
euer Leistung, unsere Leistung hat einen Preis. Mhm. Ja. Ja, ich habe früher unter anderem für Red Bull gearbeitet und, ja. Es gibt Ausnahmen, wo man sagt, okay, es ist es mir wert. Ja. Und Red Bull hat genauso damals full fair gezahlt wie jeder andere. Und mit diesen Gratis-Geschichten bitte ganz, ganz vorsichtig umgehen. Ganz vorsichtig. Ja. Mhm. Das Problem ist, wenn du Leute hast, und ich hatte mal der Frank Stornach wollte mal Fotos von mir. Mhm. Und ich habe einen Preis genannt, ja, und ist dann um ein Viertel davon weggegangen. Ja. An anderen Fotografen, der auch dann noch die Rechte hergeschenkt hat für andere Geschichten. Ja. Ja. Und ich persönlich bin also aus dem Scheiß draußen, dass ich sage, ich brauche den auf meiner Kundenliste. Ja. Vor allem, der ist dann einer, so wie viele andere, die sagen, okay, das nächste Mal, wenn du das verlangst, musst du es mir dann, da stehen schon sieben. Das stimmt, genau. Auf der anderen Seite der Tür und die schon darauf warten, für mich irgendwas gratis zu machen. Ich habe für mich länger überlegt, ob ich mich spezialisieren soll oder nicht. Ja. Und ich glaube, man muss unterscheiden zwischen einem Food-Fotografen zum Thema Spezialisierung, ja, die wirklich ein ausgezeichnetes Handwerk machen aber im Prinzip nichts anderes. Genau. Ja. Also die wirklich die Top-Level. Die absoluten, ja, Spitzen-Spezialisten in dem Bereich, die sind natürlich extrem eng aufgestellt und dort absolut einendig. Ja. Genau. Das wird langweilig. Ja. Ja. Mhm. Also nicht umsonst, ich habe eigentlich immer das Thema Produkt und Porträt als Fokus deshalb gehabt, weil bei den Porträts kann ich mit den Menschen arbeiten. Das tue ich irrsinnig gern. Mhm. Ja. Beim Produkt kann ich meinen dritten Vornamen ins Spiel bringen und nehme auch ein bisschen mehr Zeit, um dann eben ein schönes Licht zu setzen und da noch vielleicht was einspiegeln zu lassen oder sonstige Dinge, ja. Weil da auch die Neugier geweckt wird. Mhm. Ja. Das heißt, auch zu breit wäre jetzt nicht unbedingt ein Tipp, aber auch nicht zu eng sozusagen. Ja, also es hat für mich so funktioniert, sage ich einmal. Ja. Was ich nicht wollte, ist jeden Abend auf einem Event fotografieren. Ja, das unabhängig davon, dass ich Familie habe und kein Thema. Deswegen auch das Thema Hochzeit nicht. Ja. Mhm. Weil meine Kids sind jetzt 20 und 13. Und Hochzeiten sind am Wochenende, ja, im Allgemeinen, ja. Also ich habe jetzt keine Angst, dass ich beim Ja-Wort nicht abdrücke oder ein technisch schlechtes Bild mache. Ja. Also diesen Stress habe ich nicht, ja. Aber es ist halt, ja, es ist Wochenendarbeit. Ja. So ist es. Ich scheue mich vor Arbeit, aber ihr wisst, was ich meine, wenn man Familie hat, dann hat das andere Themen. Ich glaube, man muss den Mumm haben, auch Aufträge abzulehnen. Ich sage immer, also ich bin ein Bauchmensch. Ja. Und wenn ich ein schlechtes Gefühl dabei habe, ja, dann, und das war auch immer schon so, also auch zu meinen IT-Internetzeiten, ja, das ist etwas, wo ich sage, also mein Bauch darf nicht rebellieren. Der muss jetzt nicht jubeln, ja, aber er darf nicht rebellieren, weil dann wird auch die Qualität schlecht. Der Kunde merkt das, glaube ich, auch, ja. Ich glaube, das ist auch ein mächtiges Statement. Nimm nicht jeden Auftrag an, hör auf dein Bauchgefühl und sag auch immer Nein, oder? Ja. Ja. Und also nein. Genau, nein. Du hast recht, ja. Gut. Das natürlich, man muss es auch leisten können, ja. Und das, was ich auf jeden Fall vermeiden würde, ist zu sagen, ich bin Anfänger. Also selbst wenn ihr vor 2 Jahren noch nicht mal gewusst habt, wie ein Fotoapparat ausschaut, und aus dem Lehrgang ausgeht, ja, ihr übertrefft 80% von denen, die da draußen rennen, oder rennen, ja. Zumindest. Das ist auch ein wichtiger Punkt, glaube ich, danke, dass es auch aufgreift. Ich bin dankbar für jeden, jetzt abgesehen von dieser Konkurrenzsituation am Markt, die es immer geben wird, ja, aber Konkurrenz ist auch immer so gut, wie man so schon sagt, das hat schon einen wahren Kern. Man muss ja selbst auch mitgehen und das pusht einem selber ja auch weiter. Aber das heißt ja nicht, dass jemand, der eine Ausbildung macht, und da sind Gott sei Dank immerhin noch wenige, aber doch einige, sagen wir so, einige wenige, die es wirklich ernst nehmen, eine Ausbildung machen, die einfach danach einen großen Vorteil auch haben, weil sie halt sicher sind am Markt, weil sie genau wissen, was sie tun. Und der Rest ist dann persönliche Entwicklung, auf den Kunden zugehen und sich halt viel drum kümmern. Eine solide Ausbildung, das merkst du einfach, ja. Ja, absolut. Und also für die dabei sind heute, ich kriege keinen Cent dafür. Ja. Wir haben vorhin über entweder ein Glas oder eine Flasche Rotwein gesprochen.
Und ich habe sie so witzig gefunden, wie wir im Kurs waren, ja, beim Abend. Ja, wir waren zu 16 und eben zwei Novizinnen. Mhm. Und ich habe abgedrückt und die erste Frage war, was hast du eingestellt? Ja. Ja. Und ich habe bis zu meinem 40. Lebensjahr rein manuell fotografiert, mhm. analog. Ja. Ich liebe meine Nikon F2R, ist Photomic. Ja. Ja. Dann brauchst du nicht mehr darüber nachzudenken, was ist, wenn ich jetzt die Blende und Blendenwerte aufmache, wie ändert sich das Bild? Ja. Und die haben das dann auch alle wie rasch gelernt, ja, und zum Teil ganz, ganz, also wirklich tolle Diplomarbeiten gemacht. Ja. Aber das ist eben der sprengende Punkt, damit würde ich es auch ganz gern beenden, dass eben die Qualität der Ausbildung immer was wichtig ist. Je mehr man weiß, umso sicherer ist man dann auch im Berufsleben draußen und kann sich auf die wirklich wichtigen, kreativen und vor allem zwischenmenschlichen Aspekte, glaube ich, konzentrieren. Und ich glaube, das ist eigentlich die Fotografie, zumindest die sich mit Menschen beschäftigt. Und das Experimentieren. Sind halt Menschen. So prinzipiell das Experimentieren ist ein Thema, wo du dich dann nicht mehr, wie gesagt, von der Technik ablenken lässt, ja, sondern die Erfahrung dann einbringst und kannst sagen, okay, ich hätte eine Idee, ja, und tun wir oder ich tue oder wir tun. Ja, perfekt. Du Klaus, dann bedanke ich mich herzlichst für deine Zeit, für deine offenen Worte, für deine interessanten Geschichten. Wünsche dir noch sehr, sehr viel Erfolg. Dankeschön. Gerne, danke.